Wir sind eine Großmacht, die nicht sich einreihen in die ehemaligen Sowjetrepubliken. Ich bin lange damit beschäftigt, glauben Sie es mir. Und wir haben gesagt, okay, wir akzeptieren das. Russland hat eine Sonderrolle. Wir machen eine strategische Partnerschaft nur mit Russland. Die sind also nicht im Programm der östlichen Nachbarschaftspolitik. Aber Russland hat nichts getan in der Richtung. Ja, technische Modernisierung. Das ist sehr wichtig. Klarheit reinzubringen Herr Kondratjew hat eine andere Klarheit. Als dieses Assoziierungsabkommen mit Janukowitsch abgesprochen wurde, hat Russland die Gespräche vorgeschlagen, angeboten, im Dreierbund sozusagen zwischen Europa, der Ukraine und Russland. Und die Europäische Union war das, die das abgelehnt hat. Und arrogant wurde Russland gesagt, das ist die Sache, die die Ukraine und die Europäische Union unter sich lösen müssen. Und Russland hätte damit überhaupt nichts. Seit Mai 2012 liegt das Assoziierungsabkommen paraffiert vor. Keiner hat sich daran gestört oder das kritisiert. Oh. Erst seit Putin wieder fest im Sattel ist, seit er die eigene Opposition im Land niedergeknüppelt hat, hat er sich die Außenpolitik vorgenommen und hat aggressiv einen Handelskrieg gegen die Ukraine eröffnet. Man muss doch das ansprechen können. Herr Schulz, ich hatte vorher gebeten, dass wir nicht schreien. Ja, versucht das schon mal deutlich zu machen. Versucht sich Gehör zu verschaffen. Ich versuche mich mit zwei Worten ein Wort und zwei Worte. Grundpolitik der EU ist falsch. Aha. Sie ist nämlich auf Expansion gerichtet. Oh, ja. Und sie müsste auf Konzentration gerichtet sein. Nicht auf Partnerschaft. Je enger die Maschen und die Kräfte sich so zusammen. Ich denke mal, das Warschauer Dreieck in strategischer Hinsicht, das wäre Frankreich, Deutschland und Polen. Und so. Wir sind doch total machtlos. Und dann aus dieser Ausdehnung, wirtschaftlichen Ausdehnung auf die Ukraine, geht doch am Ende dann die NATO aus Zugehörigkeit rein. Das muss jeder Russe doch befürchten. So, das ist ja die wichtige Frage. Dann stehen wir 300 Kilometer von Stalingrad entfernt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist das Problem? Ist es naiv zu glauben, die Ukraine könnte Teil der EU sein, assoziiert sein, ohne dass die NATO im nächsten Schritt folgt? Das halten Sie für einen... So sieht es doch aus. Ja. Darum geht es also so. Das Putin befürchtet, dass Putin... Jetzt, also, Frau Steinbach, keiner schon hat ja was gesagt zur Osterweiterung der NATO. Doch, ich sage, das hat die Sicherheitsinteressen genau Russlands betroffen. Nein. Und das hat Sie überhaupt nicht interessiert. Frau Steinbach, überhaupt nicht. Frau Steinbach. Und dann hätte wenn hier behauptet wird, die EU hat alles falsch gemacht, was sie falsch machen kann, dann sage ich, das ist verkehrt. Das ist einfach verkehrt. Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges haben die baltischen Staaten händeringend gefleht, in die Europäische Union zu kommen, händeringend gefleht, in die NATO zu kommen. Und die Europäische Union, auch Deutschland, hat sich sehr, sehr abwartend verhalten. Zum größten Kummer zum Beispiel von Lennart Meri und der Esten, Letten und Litauer, weil auch Helmut Kohl hat, ich weiß nicht, ob er überhaupt jemals in die baltischen Länder gefahren ist, aber er hat lange gezögert, weil er sagte, Russland ist dann verärgert. Also man will da vorsichtig sein. Man hat genau gewusst, was das bedeutet. Aber wenn man natürlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker am Ende innerhalb der Staaten auch akzeptieren will und sagt, Estland, ich will in die NATO, ich möchte Mitglied der Europäischen Union sein, dann kann man ein solches kleines Land nicht einfach behandeln, als ob man Herr über dieses Land wäre. Es sei denn, die sind doch frei. Und Bush wollte noch die Ukraine und Georgien, weil das nur von der anderen Seite kam. Es kam auch von Herrn Bush. Ja. Ne? Es sei denn, es gehörte zu einem, ich sage jetzt mal, Versprechen oder Deal, der gemacht wurde, um die deutsche Vereinigung zu erreichen. Herr Teltschik, wir kommen jetzt zu der Frage, was genau eigentlich hat Deutschland und der Westen Russland damals, der Sowjetunion, zugesagt im Vertausch mit der Wiedervereinigung? Da gibt es unterschiedliche Darstellungen. Einer jedenfalls ist ganz sicher, dass ihm was versprochen wurde, und das ist Michail Gorbatschow. Wir müssen die Sicherheitssysteme zwischen NATO und Warschauer Pakt miteinander in eine gewisse Übereinstimmung bringen. Die Sache ist in einer sehr guten Entwicklung, sagte Bundeskanzler Kohl im Februar 1990 während der Verhandlungen um die deutsche Einheit. Bis heute ist aber unklar, was der Sowjetunion versprochen wurde. Gorbatschow sagte 20 Jahre später, Kanzler Kohl und andere sicherten mir zu, dass die NATO sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen werde. Ähnlich zitiert das Nachrichtenmagazin Der Spiegel den damaligen Außenminister Genscher aus einem Geheimvermerk. Er habe zu seinem Amtskollegen Schewardnadse gesagt, die NATO werde sich nicht nach Osten ausdehnen. Schriftlich festgehalten aber wurde das in keinem Vertrag.
Herr Teltschik, Sie haben das damals zusammen mit Helmut Kohl, mit den Russen, mit Gorbatschow, mit Schewardnadze ausgehandelt. Gorbatschow ist felsenfest überzeugt und sagt das jedem, der das hören möchte. Uns, mir hat man versprochen, die NATO wird sich nicht nach Osten ausdehnen. Haben Sie es versprochen und dann gebrochen? Also ich war bei allen Gesprächen dabei, des Bundeskanzlers mit dem Generalsekretär und späteren Präsidenten Gorbatschow. Und jetzt stellen Sie sich doch mal die Situation im Jahre 1990 vor. Wer hätte im Sommer 1990 daran gedacht, dass ein Jahr später oder anderthalb Jahre später es keine Sowjetunion mehr gibt? Ja? Also, dass drei baltische Staaten souverän sein würden. Wie hätten wir denn der Sowjetunion versprechen sollen, einer völlig theoretischen Situation, wenn die Sowjetunion sich auflöst, und das kann ja irgendwann passieren, dann wird die NATO diese Länder nicht, ihre Republiken nicht aufnehmen. Naja, aber es gab eine Auflösungserscheinung in den Ländern Osteuropas, in Ungarn. Es gab zu diesem Zeitpunkt. Mitte 90? Es gab den Warschauer Pakt. Also, es gab die Sowjetunion und den Warschauer Pakt. Von uns wäre doch niemand auf die Idee gekommen. Wie kommt dann Gorbatschow dazu, das zu behaupten? Darf ich mal ausreden? Ja. Von uns wäre niemand auf die Idee gekommen, 1990 bis September, bis zur Wiedervereinigung, dass es ein Jahr später die Sowjetunion nicht mehr gibt und den Warschauer Pakt nicht mehr. Also können wir doch nicht einen theoretischen Fall, dass die Sowjetunion sich auflösen könnte, der Warschauer Pakt auflösen könnte, eine Zusage machen. Wie kommt also Gorbatschow dazu, das zu behaupten? Ich meine, er ist auch älter, er ist 20 Jahre später. Er hat über Kohl gesprochen. Bush hat das gesagt und Baker hat es gesagt. Was Genscher gesagt hat, wissen wir nicht, weil seine Protokolle dem Bundeskanzleramt nie zur Kenntnis gegeben wurden. Da gibt es einen Geheimvermerk. Also Sie haben, Junge, damit ich das richtig verstehe, Kohl hat es nicht versprochen, aber Genscher eventuell. Herr Kondratjew? Der Bush hat das versprochen. Also überall steht geschrieben. Kann er doch gar das war ein Versprechen. Was ist die russische Sicht darauf? Ich habe selber Gorbatschow danach gefragt seinerzeit. Wieso hat er kein schriftliches Papier von Bush bekommen? Und Gorbatschow hat mir geantwortet: Warum sollte ich ein Papier von ihm fordern? Er hat doch mir ein Versprechen gegeben. Hat wenn er darf ich dazu was 1990 sagen? Michail Sergejewitsch hätte über die Auflösung der Sowjetunion nachgedacht. Das war doch Warschauer Pakt. Ja, aber der war doch schon in Auflösung. Dann drehen wir es einen Schritt weiter, Herr Teltschik. Es könnte ja sein, wenn es da nicht Schriftliches gibt, und so ist es, sondern nur gesprochene Worte, dass doch zumindest die Russen von den Deutschen erwartet haben, dass sie die Ausdehnung der NATO in den Osten verhindern mögen mit all ihrer Kraft, wenn die anderen das weil möchten? Sie die Wiedervereinigung bekommen haben und sie moralisch dazu verpflichtet werden. Könnte das sein? Wieso das? Gorbatschow hat im Kaukasus einen sehr wichtigen Satz zu Helmut Kohl gesagt. Da ging es nämlich um die NATO-Mitgliedschaft von der ehemaligen der DDR. Ja. Und dann hat Gorbatschow gesagt, jetzt bekommt Deutschland seine volle Souveränität zurück. Und wenn Deutschland voll souverän ist, dann entscheidet ein voll souveränes Land, ob es einem Bündnis angehört und welchem. Und das gilt für jeden Staat. Das hat er aber nicht gesagt. Das war nämlich der Preis, dass er ja gesagt hat, unter der Bedingung, dass die NATO dann nicht erweitert. Aber ja, ich halte diese Diskussion für Theorie. Ja, jetzt ist es ja auch ob die NATO einen Fehler gemacht hat, sich dann, obwohl sie doch dann wusste, dass das nicht im Interesse ist, jedenfalls Russland sich auszudehnen. Das wäre die dritte Frage. Frau Maischberger, es gibt ein historisches Beispiel. Als die drei baltischen Staaten in die NATO eintraten, hatte ich ein Gespräch mit Präsident Putin in Moskau. Und er sagte mir, ich habe dies akzeptieren können. Warum? Weil ich eine Art Kompensation bekommen habe. Denn im gleichen Jahr haben wir den NATO-Russland-Rat gegründet. Und die Frage wäre, in diesem Zusammenhang, auch mit der Ukraine, wenn die EU und die NATO eine Initiative ergreift, darüber nachzudenken, was kann ich
der Russland anbieten, um Russland mit einzubinden. So einfach ist es. Aber das macht ja eines, das macht eines deutlich, Frau Maischberger. Ja. Das macht eines deutlich, dass also die Behauptung, dass die Europäische Union und Deutschland alles falsch gemacht haben bezogen auf Russland, nicht stimmt, weil es Kompensation gegeben hat und weil wir doch alle wissen, die wir in Deutschland leben, dass Deutschland ein elementares Interesse hat, mit Russland friedlich zu leben und friedlich umzugehen. Das wäre alles andere, wäre doch, doch alles andere wäre ja auch töricht. Im Moment findet eine derartige Hetze gegen Russland statt, quer durch die Medien, quer durch die. Ich habe gestern an einen Politiker der CDU gehört. Friedlich sind Sie nicht gestimmt, Frau Steinbach, gegenüber Russland zurzeit. Haben Sie denn Verständnis dafür, dass sich Sie mögen die alten Russen, also aus dem 19. Jahrhundert. Nein, Frau Steinbach, eine Frage an Herrn Scholler. Haben Sie Verständnis, dass sich auch heute wieder eben in der Rede Wladimir Putin gezeigt hat, dass Russland sich auch in seinen eigenen vitalen Interessen bedroht fühlt, eben durch den durch die Ausdehnung der NATO? Sie sind doch dauernd über den Tisch gezogen worden. Ich ein persönliches Erlebnis, Horst Zelenskyj kam gerade von Moskau zurück. Ich war bei ihm, ich habe gesagt, was kostet denn nun der Abzug der 500.000 Sowjetsoldaten aus der DDR? Was wird dafür bezahlt? 1990 meinen Sie? Ja, also, 1990. Und da hat er mir gesagt, 17 Milliarden. Ich sag, das kann doch nicht stimmen. Drei Milliarden. Mhm. Ja. Die sind bei einem interessanten Punkt, nämlich eine lächerliche Zahl. Vielleicht haben die Deutschen zu wenig gezahlt. Das gibt ihm natürlich recht. Warum behauptet Michail Gorbatschow heute so etwas? Ja. Er steht natürlich unter einem enormen Rechtfertigungsdruck. Innenpolitisch. Ich habe eine Podiumsdiskussion mit ihm erlebt. Ihm wird vorgeworfen, dass er die Sowjetunion aufgelöst hat und hat fallen lassen, auch den Warschauer Pakt, und ohne den richtigen Gegenpreis zu bekommen. Sein Image ist unglaublich runtergegangen in Russland. Aber den Vertrag hat man muss dazu sagen, der 2+4-Vertrag, da ist ja alles geregelt worden. Selbst die Pflege der Soldatenfriedhöfe und der Ehrendenkmäler. Wenn ihm das so wichtig gewesen wäre, dann hätte man das vertraglich festhalten müssen. Die Frage völkerrechtlich ist, gibt es nicht mal so dahingesprochenes Versprechen bei einem Sektempfang. Mit dem Tag heute steht ja der amerikanische Präsident, das ist nicht nichts. Tag heute steht ja fest, dass eben Russland offensichtlich sich in einer Situation fühlt, wo eben Wladimir Putin sagt, bis hierhin und nicht weiter. Die Frage ist, was macht die westliche Welt? Darüber müssen wir jetzt sprechen. Es gibt eine Anregung, die wir hier nicht unterschlagen wollen, nämlich die von unserem Bundespräsidenten, der bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine aufsehenerregende Rede gehalten hat und mehr einfordert von den Deutschen. Ich meine, die Bundesrepublik sollte sich als guter Partner früher, entschiedener und substanzieller einbringen. Die Bundesrepublik muss dabei auch bereit sein, mehr zu tun für jene Sicherheit, die ihr von anderen seit Jahrzehnten gewährt wurde. Denn Deutschland ist so tief verwoben mit der Welt wie wenige andere Staaten. Und gerade wenn die Vereinigten Staaten nicht ständig mehr leisten können, müssen Deutschland und seine europäischen Partner für ihre Sicherheit zunehmend selbst verantwortlich sein. Das heißt, Herr Gysi, wie haben Sie das verstanden? Sagt unser Bundespräsident jetzt, wo die USA als Weltpolizist ausfällt, ich mache es jetzt mal ganz banal, müssen wir eben als Deutsche auch mehr tun, und zwar in jeder Hinsicht? Wie haben Sie das verstanden? Ich habe das so verstanden, dass er meint, wir müssen international noch stärker intervenieren. Ja. Und das ist der Glaube daran? Nein. Das ist der Glaube daran, dass wir die Probleme der Menschheit militärisch lösen. Das ist ja das, wofür ich auch Putin kritisiere, weil er ähnlich denkt. Und das ist falsch. Ja. Wir lösen die Probleme der Menschheit militärisch nicht. Übrigens das auch will nicht doch im Irak, keiner. Auch nicht in Libyen. Das will doch gar keiner. Nordafrika ist auseinandergebrochen. Wir haben doch überall Kriegszustand. Also, was tut ihr denn nicht auf friedlich? Aber was sollen wir denn machen? Also der Bundespräsident fordert von Deutschland aus Herr Scholler, früher, entschiedener und substanzieller zu handeln. Haben Merkel und Steinmeier das jetzt zum Beispiel in dieser Krise getan? Wir sollten uns darauf vorbereiten, dass sehr schwere Zeiten auf uns zukommen, denen wir überhaupt nicht gewachsen sind. Europa hat keine Armee und die Bundeswehr ist im Moment nicht kampftauglich.
Halten Sie den Krieg schon so weit vor der Tür, dass wir über diese Infiltration, das ist ein ganz langer Prozess, dem übrigens Russland auch unterworfen ist. Russland wird überschwemmt durch die asiatischen Völker, die einst ihr Bestandteil waren. In Russland selbst leben 20 bis 25 Millionen Muslime, was ja ihr gutes Recht ist. Ich habe ja gar nichts dagegen. Aber die Russen zum Beispiel, die in Kasachstan jetzt verbannen, die Hälfte der Bevölkerung, die sind weg. Aus Taschkent, das war die Hälfte der Bevölkerung in Taschkent. Die sind weg. Und die Massen aus Zentralasien, die natürlich in Russland ein besseres Leben haben würden, versuchen in die, nach Russland reinzukommen. Das ist für Russland, die Russen haben ein Tatarenjoch hinter sich von 250 Jahren. Aber es kennt ja kein Mensch mit Geschichte. Gut, mit Ihnen kann man sehr weit in die Geschichte zurückgehen, Herr Tetschik. So weit ist das gar nicht. Ja, das ist wohl wahr. Das stimmt. Herr Tetschik, in die Gegenwart zurückzukommen. Das, was Angela Merkel angeblich hat, ist, also es kennen sich nicht zwei so gut wie Merkel und Putin. Es gibt einen stetigen telefonischen Kontakt. Und dennoch ist es so, dass dieser offensichtlich wenig Einfluss hat, dieser Kontakt auf das, was eben von russischer Seite aus passiert. Ist das ein Versagen dann der deutschen Außenpolitik? Ich glaube, dass die Bundeskanzlerin aus meiner Sicht einen Fehler macht. Sie reist nach Moskau zu Gesprächen mit Putin und kommuniziert nach außen nur ihre Kritik an Pussy Riot. Sie reist nach St. Petersburg, besucht die Eremitage, kommuniziert nur die Raubkunst, ohne ein Wort zu sagen, weder in Moskau, wie sie die politischen Beziehungen, wirtschaftlichen Beziehungen konkret weiterentwickeln, noch erwähnt sie mit einem Wort in St. Petersburg, dass gerade zum Jahrestag 2 Millionen Leningrader durch deutsche Truppen zu Tode gekommen sind. Das ist was die Russen ärgert, dass, und was sie nicht verstehen, dass nur das Thema Menschenrechte an solchen kleinen Ereignissen festgemacht wird und die Politik nicht zu Wort kommt. Was sollte sie denn jetzt machen in dieser Situation, Ihrer Meinung nach? Das ist ja eine wirklich spannende Frage. Wie reagiert der Westen, wie reagiert Deutschland jetzt auf die Situation? Was der Bundespräsident gesagt hat, ist aus meiner Sicht nicht militärisch gemeint, sondern ich erwarte politische Initiativen von der Bundesrepublik Deutschland, gerade auf unseres Gewicht. Wir müssen die Initiativen entwickeln, wie soll es denn mit Russland weitergehen. Ja. Beispielsweise hat sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, wir müssen die Beziehungen NATO-Russland weiterentwickeln. Ja. Sie hat es nie konkretisiert. Das war aber vor der Krim-Krise. Was soll sie denn jetzt machen? Die große Frage, ich verteidige sie nicht, aber ich habe ja gesagt, Diplomatie. Und tatsächlich hat sie ja viel telefoniert. Und dass der Putin das heute so gesagt hat, dass er gesagt hat, also Krim, was ich schon falsch finde, aber dann Schluss sozusagen, das hat er ja heute erklärt, ist natürlich auch ein Ergebnis davon. Denn Sie sehen ja, wie die Märkte schon wieder reagiert haben. Die sind ja schon wieder erleichtert, weil alle glauben, die Situation ist vorbei. Nur, dass jetzt wieder die EU das Assoziierungsabkommen mit der Regierung den politischen Teil abschließen will, die überhaupt nicht demokratisch gewählt ist. Warum sie nicht abwarten, bis die Wahlen in der Ukraine stattgefunden haben? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nicht. Das ist wieder so eine Eskalation, die nicht sein muss. Wir müssen jetzt deeskalieren. Und da muss ich sagen, die Telefongespräche, aber auch was Putin heute gesagt hat, zumindest habe ich die Hoffnung, dass es langsam wieder in Richtung Deeskalation geht.